Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. An seine geliebte Tochter Lourdes Maria. 03. Mai 2020. Mein geliebtes Volk. Meine Barmherzigkeit wird über meinen Kindern ausgegossen werden. Abermals komme ich nun zu euch, um euch meine Liebe anzubieten. Mein Wunsch ist es, dass ich von allen angenommen werde und ihr weiterhin von meiner unversiegbaren Quelle des lebendigen Wassers trinkt. VGL 4, 13 bis 14. Auch wenn die Kirchen geschlossen sind, so habe ich doch Häuser gefunden, die für das Gebet offen sind. Nichts, um was ich euch bitte, ist vergebens, es ist das Mindeste, was ihr tun müsst, damit mein Volk nach meinem Willen handeln kann. Ihr habt nun inmitten all eures Leids den Monat begonnen, der meiner heiligsten Mutter gewidmet ist. Deshalb bitte ich euch, euren Geist zu stärken, denn dies ist es, was ihr dringend braucht, damit ihr einen starken und festen Glauben erlangen könnt. Kommt meinen Bitten nach. Ihr müsst den Heiligen Geist anrufen, damit er euch die Gabe der Unterscheidung schenkt und ihr die aktuellen Zeichen der Zeit erkennen könnt. Meine Kinder müssen jetzt stark und standhaft sein und verstehen, dass der Dämon sie mit Dingen in Versuchung führen will, die sie wie winzige Pfeile treffen, aber dennoch zusammen Großes anrichten und verheerend sind. Er führt sie fort von mir und verwirrt sie, er streut Zweitracht zwischen ihnen und trennt sie voneinander. Lasst nicht zu, dass er euch in seine Klauen bekommt. Mein Volk, diese Zeit ist für die menschlichen Geschöpfe höchst gefährlich. Ihr müsst vorsichtig sein, denn das Böse kennt euch, es greift euch an und ihr fallt ihm in die Hände wie kleine schutzlose Säuglinge. Der Dämon überflutet euren Verstand mit seinen Versuchungen, er greift euch selbst in Gedanken an und bringt euch dazu, eure Intelligenz gegen euch selbst und eure Brüder zu verwenden. Am Ende aber führt er euch weg von mir. Ihr müsst weiterhin wachsam bleiben und keines meiner Kinder darf jemals annehmen, dass das Böse an euch vorübergehen wird. Nein, Kinder. Er kennt euch und weiß, wie er euch zu Fall bringen kann. Haltet fest an eurem Glauben und seid euch sicher, dass ich euer Gott bin. Ich bin der Anfang und das Ende, der Weg, die Wahrheit und das Leben. VGL. Joel 14, 6, auf B 22, 13. Mein Volk, die Wölfe sind hungrig und sie stürzen sich auf meine Kinder, um sie zu erniedrigen, zu demütigen und sie zu verspotten. Unterscheidet weise, damit ihr nicht glaubt, auf anderen Wegen nicht aufzufallen, ihr aber damit den falschen Weg einschlagt. Satan hat auf der Erde sein Reich des Liberalismus begründet und so mein Volk in die grenzenlose Ruchlosigkeit geführt. Es hat nicht einmal den Geist der Gesetzwidrigkeit bemerkt, der bereits am Werk ist, VGL 2 Test 2, 7, um mein Volk hereinzulegen, es zu verwirren, zu schwächen und mit seinen Lügen in die Verdammnis zu stürzen. Er arbeitet im Verborgenen, um sich die Menschen mit schwachem Glauben zum Instrument für seine Bosheiten und Schandtaten zu machen. Wie viele der meinen sind schon vom Glauben abgefallen. Sie missachten den Dekalog, akzeptieren Dinge, die dem Gesetz Gottes entgegenstehen, begehen Sittenwidrigkeiten, leben als Atheisten, dienen Ideologien und Sekten, die nicht meinem Willen entsprechen, dienen furchtlos dem Satan und werden so selbst Wegbereiter für den Antichristen. Mein Volk, ihr werdet eine noch größere Apostasie erleben als die, von der ich euch bereits erzählte, die große Apostasie meiner Kirche, in der man den Antichristen als den Messias anbeten wird. Dies wird meinen Kindern unbeschreibliches Leid zufügen. Angesichts der Verwirrung, die ihr nun erlebt, bitte ich euch viel zu beten. Ich habe euch bereits gewarnt, dass diese Krankheit mutieren wird und ihr, meine Kinder, müsst nun die entsprechenden Vorbereitungen dafür treffen. Dies ist die richtige Zeit dafür, denn die Mächtigen der Welt führen Unheil im Schilde und stellen nun ihre Macht zur Schau, die sie über die Menschheit haben. Ich bitte euch zu beten und Wiedergutmachung zu leisten für die unzähligen Blasphemien, die der Mensch gegen meine Göttlichkeit hervorbringt, denn damit zieht er Katastrophen an, unter denen alle Nationen leiden müssen. Ich bitte euch zu beten,
denn der Ruf meiner heiligsten Mutter wurde schon so oft missachtet und viele Seelen gehen deshalb verloren. Man missachtet den Ruf zur Bekehrung, der nicht einzig und allein ein an die Herzen aus Fleisch und Blut gerichtet ist, es ist auch ein Ruf nach absoluter Transformation, damit ihr die Vereinigung mit mir in Fülle erleben könnt, wie im Himmel, so auf der Erde. Mt 6, 10. Mein Volk, mein geliebtes Volk. Was kommt da alles auf die Menschheit zu? Wie viel Leid erreicht sie aus dem Universum und wie sehr bebt die Erde? Ich bin die Stimme, die zu den Herzen der Menschen, die gleich einer Wüste sind, spricht. Dies tue ich, damit sie zu mir zurückkehren und meine Mutter sie in ihr unbeflecktes Herz eintauchen kann. Unter ihrem Schutz wächst der Glaube und in ihrer Stille vernehmt ihr meine Stimme. Ihr Kinder meiner Mutter, betet und bereitet euch auf die Weihe an meine Mutter vor, denn die Weihe an ihr unbeflecktes Herz ist von unschätzbarem Wert für euch. Macht euch bereit, das Siegel meiner Treue zu empfangen und dies wird dann geschehen, wenn es meinem Willen entspricht. Ihr dürft keine Angst haben und nicht in Unruhe verfallen, denn mein Volk kennt mich und weiß, dass ich es nie verlasse. Mein Volk weiß, dass es nie ein Weise ist auf seinem Weg, denn es hat eine Mutter, die es liebt. Ich habe es ihr anertraut, am Fuße meines Kreuzes der Herrlichkeit und Majestät. VGL 19, 25 bis 27. Kommt zu mir, alle die ihr durstig seid, ich werde euch lebendiges Wasser geben und ebenso werde ich eure Rüstung erneuern, damit ihr bereit seid für diesen spirituellen Kampf. Mein Volk ist treu und wahrhaftig. Fürchtet euch nicht, meine Kinder, ich bin euer Gott. VGL 3, 14, 8, 28. Euer Jesus. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Kommentar von Lutz de Maria. Psalm 91, 1 bis 7. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, du meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, auf den ich vertraue. Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus der Pest des Verderbens. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln. Unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Schild und Schutz ist seine Treue. Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten. Noch vor dem Pfeil, der am Tag dahin fliegt. Nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht. Vor der Seuche, die wütet am Mittag. Fallen auch tausend an deiner Seite. Dir zur Rechten 10-mal 1000. So wird es dich nicht treffen.